Wir können eigentlich gleich reintrauen. Ja, ich spiel trotzdem süß gegen die. Oder ich tabbe raus, weil ich zu behindert bin zu tippen. Das war die Alternative. Ich habe mich dann doch für die Alternative anscheinend entschieden. Ja, auf wundersame Weise habe ich den ersten. Weiter Zeit. 10 HP aus. Der ist vor der Veranda. Hä? Digga, ist der behindert? Schön. Okay, der Flick war nett. Ey, ich habe seit einer halben Woche oder sowas nicht mal CS gezockt zumindest. Okay. Ach, Digga, fuck. Einer ist im Gartenhaus da. Du hast ihn, glaube ich, gesehen. Okay, so. Weißt du, was wir vergessen haben? Du bist Deutsch. Ja. Wie war der nicht drauf? Der ist halt legit so Slush-Eis. Also wirklich so richtig weiches Eis. Ja, what the fuck? Ja, ich find's gut. Okay. Digga, jetzt mal ernsthaft, die Typen spielen. Komisch, einen gesehen, du bist tot in 3, 2, ja, okay. Den ersten bekommen. Ich würde sagen, der zweite ist immer irgendwie drin, aber der zweite, der ist draußen unter der Treppe. 50 HP. Schön. Sehr, sehr gut. Thanks, Will. Leute, denkt dran, folgt mir auf Twitch, um keine Streams zu verpassen. Abonniert mich, um keine Videos zu verpassen. Macht auf beiden die Glocke an. Und denkt dran, Twitch Prime ist kostenlos. Aber nur auf meinem Kanal. Überall anders müsst ihr dafür doppelt so viel bezahlen, Kappa. Oh Mann. Veranda unter dir. Digga, Movement Gott, Kappa. Lol. Wow. Ich sag gerade aber auch rein, es sind schon. Ich hab schon so viele Schüsse gefällt, die eigentlich hätten drauf sein müssen. Ah gut, aber gegen die Typen können wir nichts anfangen. Die haben in der Aufwärmphase streckenweise mit Scout gespielt und nur Headshots gegeben. Ja, okay, die Typen drücken interessant. Vor allen Dingen, der bessere Account hat mal wieder 2 Frags. Ja, okay, die cheaten. Du drückst mit 400 Spielstunden, drückst du nicht so, wie der Typ drückt. Oder wer kommt dann das jetzt noch in der CTH? Boah, er gibt mir durch die Wand. Ja, komm doch nach oben, die haben den Vorteil. Frag mich gerade, weißt du nicht, wo oben ist, oder? Doch. Wo ist denn oben? Er ist schön im Keller. Ich hab ihn noch angehittet, warte mal. Gut, ein Hit ist jetzt nicht die Bombe, aber... Doch, das war die Bombe. Nice. Das hat einen Screenshot verdient, dieses Bild. Komm, let's go, comeback. Es gibt so viele auf dieser Map, die nur CT spielen können. Wir können beides nicht spielen. Ja, oder die Typen drücken halt komplett komisch. Andere dürfte einen fetten Anhit haben. Ja, der hat komplett an, der andere. Glaube ich dann rechts. Ich meine, ja, ich bin nicht eingespielt, aber trotzdem. Digga, was die Typen drücken, ist komisch. Also Jonas wird jetzt wahrscheinlich wieder in die Kommentare schreiben, dass die Typen nicht cheaten, sondern dass ich einfach nur scheiße bin, aber ich sehe das halt ganz anders. Der andere hat jetzt, glaube ich, auf Just for Fun Basis auch angemacht, weil er mich geprefert hat, weil ich ihn geprefert habe. Okay, ich glaube, die Runde... Aim halt wirklich nur rein. Die wallen nicht, aber die aimen krass. Also erstens ist ein Prefire immer Indiz für einen Wallhair und kein Aimer. Ja, zweitens, der zweite hat jetzt auch angemacht, den kann man auch reporten. Digga, 2 gute Runden heißt nicht zwangsweise angemacht. Aber es ist relativ wahrscheinlich, weil ich ja gesehen habe, wie der Typ drückt, wie er vorher nicht gedrückt hat. Der erste hat einen Aim-Hack und der zweite Aim und Wall. Oder die haben beide einfach beides und sind nur dämlich. Ja, da. Oh, Digga, das war so knapp. Schau mal auf meine HP. Also ich kann meine HP nicht lesen, weil ich habe Vibrance drin, aber trotzdem. Paul, ich hab dir eine M4 gedroppt. Warum spielst du jetzt eine MP9? Die M4 nicht gesehen habe. Ah ja! Die brauche ich sowieso eine MP. Wenn was Schnelles. Ja, ich hab gesagt, Comeback. Also wahrscheinlich wird's ein 7-9. Wie ist der Typ schon bei mir? War so gefährlich. Du, in Zeiten von Corona ist selbst Atmen gefährlich. Ja, da haben sie recht. Da hab ich um den Orb. Ich glaube, ja, fahr mal eine Deagle, Just for Fun. Hey, einer springt hier drin, glaube ich, rum. Okay. Oh, einer ist im Wasser. Also, wahrscheinlich 14, 7, 9. Schön. Schön. Schau mal, da war es nur noch Sees. Digga, ich hab gesagt, wir machen Comeback. Klar, es ist ein Unentschieden, aber ein Unentschieden gibt auch Pluspunkte. Eck. Paul, wie viele Lags wollen wir auf die Runde sehen? Paul? 100. Wie viel? 500. Alles klar, wie viele Kommis? 40. Wie viele Abos? Auch 40. Alles klar, Leute. Könnte ich sogar mit leben, wenn wir auf 1000. Die Folge... Damit könnt ihr auch leben. Na dann, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst es da, was Paul gerade gesagt hat. Folgt mir irgendwie auf meinem Twitch, Twitter und Instagram. Ist alles unten verlinkt. Abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt und euch der Stuff gefällt. Aktiviert die Glocke auf Twitch und auf YouTube, um keinen Stuff mehr zu verpassen. Bis dahin. Ciao. Du darfst theoretisch auch noch Tschüss sagen, wenn du Bock hast. Ciao.
Sind wir mal ehrlich, wir sind alle schon langjährige Wichser. Ohne Dotzen.